Steffen, schöne Beilage. Wunderbar. Oder? Schön im Futter drin, genau. Im Salat unten. Ja. Und noch besser, entschuldige. Downhill? Bergab, ja. Kein Platz im Grunde, den Ball irgendwie dahin fliegen zu lassen, weil der so schnell wird, dieser Ball. Der kriegt natürlich auch durch das Raff keinen Spin. Total. Und darum, guck mal, wenn ich den Ball in der Mitte der Füße habe und mache meine Probeschwünge, darum sind ja Probeschwünge so wichtig, dann sehe ich doch, von hier bis hier schwingt der Schläger durch den Rasen, okay? Ganz genau. Das will ich doch vermeiden. Dieses Teil muss doch, dieses Stück muss doch tabu sein für den Schlag, okay? Absolut. Okay, wie willst du steuern? Was veränderst du? Also, ich hüpfe zum Ziel. Der Ball kommt an die rechte Fußspitze. Jetzt habe ich natürlich denselben Kontakt von Fuß zu Fuß. Aber weil der Ball da hinten liegt, treffe ich den früher. Die Chance ist größer, ihn besser zu treffen. Dass er vor allen Dingen auch nicht hinten weg bei uns bis zum geht nicht mehr. Der Eintreffwinkel wird ein bisschen steiler, ne? Bleibt da auch nicht hängen. Absolut. Und jetzt versuchen wir den mal aus dieser brutalen Lage von der rechten Fußposition zu dem Loch zu chippen. Okay? Mhm. Ja, super gelöst. Ne? Fantastischer Schlag. Und das ist ein Ergebnis, auch wenn er noch anderthalb Meter hinten rausrollt. Großartiges Ergebnis, nehme ich immer. Kirche im Dorf lassen. Kirche im Dorf lassen. Risikominimierung. Und wir merken uns, je schlechter, desto rechter.